So, willkommen zurück zu ein bisschen mehr Impossible Creatures. Mission Nummer 3 von der Kampagne hier. Väter und Söhne machen wir. Schauen wir mal, was da so geht und was nicht. Ich lasse euch in Stücke schneiden und irgendwas stand da oben. Der berüchtigte Walfänger. Aus dem Forschungstagebuch von Dr. Lucy Rilling. 15. Juni 1937. Persönlichkeitsprofil Whitey Houghton. Laut meinen Karten nähern wir uns dem Gebiet von Whitey Houghton, einem von Julius' Gefolgsleuten. Er ist nicht gerade der Hellste, aber seine ungeheure Kraft und sein aufbrausendes Temperament machen einen solchen Eindruck auf die Männer, dass sie es nicht wagen, Julius' Pläne zu missachten. Hinzu kommt, dass Houghton hier eine Art lebende Legende ist. Ein berühmt-berüchtigter Walfänger, der den großen Pottwal kreuz und quer durch die Südsee hetzt. Ihm wird nachgesagt, er habe Packeis nur durch die Kraft seines Schreins. Okay, das Spiel stürzt an der Stelle ab. Das heißt, ich werde die Sequenz mal überspringen. Ich weiß nicht, Mr. Chance. Zu Dr. Tschannikows Labor zurückzukehren, erscheint mir sehr gefährlich. Mein Vater könnte Uptons Angriff entgangen sein. Vielleicht lebt er noch und befindet sich irgendwo hier auf der Insel. Nach 3 Tagen in dieser Kälte? Meinen Sie nicht, wir sollten es zumindest versuchen? Das sind wir ihm schuldig. Es tut mir leid, Sie haben recht. Selbst wenn wir ihn nicht finden, bekommen wir vielleicht einen Hinweis darauf, was mit ihm passiert ist. Sehen Sie, dort ist ein Dorf. Landen Sie. Ich sehe noch kein Dorf. Seid willkommen. Die Trommeln haben mir verraten, dass ihr kommt und dass wir euch vertrauen können. Trommeln? Wir sind schon seit Stunden in der Luft. Wie zum Teufel konntest du sie hören? Es sind wirklich große Trommeln. Riesig. Die neuesten Modelle. Verstehe. Ich suche nach meinem Vater. Er hat früher auf dieser Insel gearbeitet. Ihr Vater, hä? War er groß, weißhaarig und trug eine Brille? Wohnte er in einem großen Haus aus Beton? Ich glaube schon, obwohl ich ihn seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen habe. Er verschwand, als der Große und der kleine Mann vor ein paar Tagen hier auftauchten. Wenn Sie nach ihm suchen, seien Sie vorsichtig. Der große weiße Bär verfügt über 2 Konstruktionen mit mächtigen Zauber, aus denen viele Monster kommen. Viele von unserem Volk wurden schwer verletzt. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich habe lange genug mit ansehen müssen, wie Unschuldige verletzt werden. Rex, ich weiß nicht, ob wir dafür Zeit haben. Wir nehmen uns die Zeit, Lucy. Großartig. Wir schicken einen Späher aus, der euch den Weg zeigt. Oh, das ist ein Bär. Neues Ziel, Boss. Es sieht so aus, als ob wir in einen Kampf geraten. Am besten, wir fangen sofort an, einen Stützpunkt zu errichten und einige Kreaturen zu erschaffen. Wir brauchen außerdem mehr Kohle und zusätzliche Gehilfen. Fertig, Boss. Das. Wir brauchen außerdem mehr Elektrizität. Ja, dann bau doch welche. Was kann ich für Sie tun? Dann bau doch welche. So, ich musste leider die Sequenz das überspringen. Das sollte kein Problem sein. Das Spiel ist mehrfach abgestürzt, nach mehrfachem Probieren. Das ging leider nicht, deswegen... ich bin bereit. Ich hoffe, wir haben nichts Wesentliches verpasst. Fertig. Ist... Ja, ne, keine Ahnung, wie wichtig das gewesen wäre. Zumindest das haben wir das nicht Tante gesehen Fuß. Jetzt und das ist ein bisschen blöd. Ein bisschen schade, aber gut. Ein Grizzlybär ist, der Grizzlybär ist ein Sohlengänger. Ferse und Sohle haben Bodenkontakt mit 5 langen Krallen an den Vordertatzen. Er ernährt sich von Bären, Pflanzen und kleinen Säugetieren. Sein vegetarischer Speiseplan sollte uns aber nicht irreführen. Kleine Säugetiere sind natürlich vegetarisch. Ja. Genau das. Wahrscheinlich mampfte die nur versehentlich, weil die zwischen einem Brokkoli liegen. Sollte uns nicht aber nicht irreführen. Diese Kreatur ist gefährlich und im Kampf schnell und widerstandsfähig. Seine Hauptschwächen sind der geringe Sichtradius und die geringe Verteidigungsstärke sowie fehlende Spezialfähigkeiten. Die recht geringen Kosten und eine stabile Gesundheit erhöhen seinen strategischen Wert im Biofusinator. Ziel erreicht. Das stimmt. Was haben wir hier? Das ist ein Wolf, das haben wir schon. Rex Chance zu Ihren Diensten. Also hätten wir das letzte Mal den Wolf nicht genommen, hätten wir jetzt hier den neu finden sofort. Können. Hätte funktioniert. Stinkt hier, haben wir? Das stinkt hier schon. Fertig. Ja, ne? Okay. Ich mach was trotzdem noch ein zweites Mal. Hm? Hallo. So, der Kerl hier. Hallo. In Ordnung. Was. Was macht der hier? Dorfbewohner? Ich weiß es nicht. Okay. Sie darf mal Zeug bauen. Terra Tank. Dass wir da mal ein paar Geschichten machen können. Okay, ausgezeichnet. Wir sind auf alles vorbereitet. Aber wir müssen unsere Augen immer offen halten. Rex, ich will nicht neugierig sein, aber mir scheint, Sie haben große Erfahrung darin, Befehle zu geben und zu kämpfen. Was haben Sie gemacht, bevor Sie hierher kamen? Ich bin bereit. Ich habe als Kriegsberichterstatter gearbeitet. Bis ungefähr vor einem Jahr. Ich habe mich immer gewundert, warum Ihr Vater so aufgeregt war, wenn wir hier mal eine Zeitung bekamen. Moment. Was geschah vor einem Jahr? Ich berichtete über den spanischen Bürgerkrieg. Die Faschisten griffen das Dorf an, in dem ich mich aufhielt. Da war dieser verwundete Soldat. Er war noch ein Kind. Ich glaube, irgendwas in mir ist kaputt gegangen. Sehen Sie,
Die oberste Regel im Journalismus lautet, misch dich niemals ein. Aber sie mischten sich natürlich ein. Natürlich. Ja, ich kam gerade so mit dem Leben davon. Als ich zurück in die Staaten kam, wurde ich gefeuert. Aber das war mir egal. Ich hatte gehofft, meinen letzten Krieg gesehen zu haben. Und dann kamen sie hierhin. Ich hatte keine Wahl. Ein Mensch muss seine Vergangenheit kennen, um zu wissen, wer er ist. Ich glaube, Sie sind ein guter Mann. Yay. Hoffentlich bin ich gut genug. Ein neues Gebäude ist fertig. Und jetzt? Wird sofort erledigt. Fantastisch. So, okay. Das heißt, er ist schon in der Welt rumgekommen hier, ne? So ein bisschen. Hätte ich mal behauptet. Ja. Na, was gibt's, Mädel? Was stehst du da rum? Hast du Spaß? Hast schöne Gebäude gebaut, ne? Ich bin stolz. So, hat sie fein gemacht. So, die holen fleißig die Rohstoffe hier. Sie sind der Boss. Das ist schön und gut. Ich hätte gerne die Stufe 2 wahrscheinlich. Einfach so aus Prinzip. Sie darf natürlich noch gerne weiter bauen. Das ist nicht sie. Wo ist sie denn? Da. Hm? Das sollte kein Problem sein. Sie darf noch gerne die Verstecker bauen. Entwicklungsstufe 2 braucht das. Das haben wir auch bald, ja. Machen wir noch ein paar Voloten hier. Ja, dann Viecher, ich muss mal schauen, wie viel ich von welcher Sorte mache hier. Bin mir noch nicht sicher. Und ich werde auch mal das neue Tierchen hier mal mitnehmen. Achso, ich gucke erstmal auf die Dingens hier. Sammeln Sie den Vielfraß. Nicht gesammelt, nicht gemacht. Sammeln Sie den Widder. Moschusochsen haben wir noch alles nicht. Grizzly haben wir schon. Also die Bonusziele, im Prinzip verrät einem das Spiel, was hier alles zu finden ist. Suchen Sie den Speer aus den Eisfeldern. Auf den Eisfeldern. Er wird Ihnen Whitey's oder Whitey's Terratanks zeigen, okay. Beauftragen Sie Lucy, die Technologie der Stromgenerator zu entwenden. Schicken Sie Rex zu Shanikovs Labor. Okay. Mal gucken, was da draus wird. Sofort. Mal gucken. Kann ich das bauen? Entwicklung für Stufe 2 man kann halt unheimlich schnell hier fortgeschrittene Sachen machen, ne? Gefühlt. Man kann unheimlich schnell Einheiten bauen. Zu ihren Diensten. Und auch ziemlich flott hier die Sachen überhaupt bekommen. Die nächsten Stufen habe ich den Eindruck. Ich bin bereit. Fertig. Das hat so, auf dem Fuß. Eis. Also irgendwo hier oder was? Oder was ist mit auf dem Eis gemeint? Hier ist... Oh, das ist das Labor. Okay. Das ist... Das Ihr sieht Gebäude halt wie so ein U-Boot aus, fertig. Ne? So ein bisschen sehr. Achso, hier oben ist eine Aufgabe. Okay. Und jetzt? Rex Chance. Das ist immer noch ein alberner Name. Aber gut, er funktioniert. Warum auch nicht? Fernkampf? Machen wir Fernkampf. Noch kein einziges Tier der Sorte und schon direkt upgraden. Ist toll. Genauso funktioniert das. Rex Chance. Rex Chance zu Ihren Diensten. Rex. Okay. Achso, das ist hier Stromgenerator oder was ist das? Das schreit ein bisschen nach Stromgenerator. Und da sind Viecher vor. Mist. Und jetzt? Kein Problem. Okay. Wird da will ich noch nicht erledigt. Hin. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Da habe ich das noch nichts zu melden hier. Okay. Tier auswählen. Ich hätte gerne den Grizzly. 136 ist nicht billig, Kohlekosten. Aber dafür null an Elektrizität. Hat aber Gesundheit gut. Ne? Wurde ja auch gesagt. Nahkampfschaden ist auch gut. Kreuzen mit. Weiß ich nicht. Das sind alles immer noch im Moment recht ähnliche Tiere, ne? So ein Lemming vielleicht. So ein Lemming vielleicht. Was kann der denn? Der kann sich eingraben. Kreatur kann sich eingraben, ist dann für die meisten Einheiten unsichtbar und er leidet bei Angriffen weniger Schaden. Jedoch kann sie weder ihre Ausdauer regenerieren, noch angreifen oder ihre Spezialfähigkeit einsetzen. Flug- und Wassereinheiten können diese Einheiten nicht nutzen, diese Fähigkeit nicht nutzen. Im Wasser eingraben wär cool. Gegenmaßnahmen, Ortungssinn, Radialimpuls, Solnarimpuls, Luftabwehrturm, Angriffe mit Durchschlagskraft. Ja, nee, vielleicht nicht. Berglöwe haben wir noch nicht so viel, oder? Sprungangriff? Das wäre gar nicht mal schlecht, wobei das dann teuer wird, das Ganze. Machen wir einen Berglöwen. Machen wir so einen schönen, massiven Nahkämpfer hier. Das sieht sogar ganz cool aus hier. Sprungangriff fertig, gerne. Jetzt habe ich gar nichts vom Bären hier. Oh, die Klauen sind das, ne? Ja. Machen wir das so, glaube ich. Das sieht ein bisschen albern aus, aber nehmen wir auch was so. Wobei. Der Schwanz endet genau gar nichts an der Stelle, okay. Machen wir das so. Ist ein bisschen schicker. Sollte gehen, ne? Das ist eine komische, seltsame Mischung. Grislöwe, ja. Ist sogar okay. Ist einigermaßen teuer. Das sieht albern aus. Ich kann ihn natürlich auch schön benennen, aber. Nee.
Machen wir so einen Grislöwen. Die interessanten Kombinationen und sowas kommen später erst noch. Oh, Entwicklungsstufe 3. Ja, im Sinne von, dass man Insekten irgendwie dann mit rumkreuzt und solchen ganzen Klimbim. Also das sieht dann wirklich seltsam aus. Wie kann ich Ihnen helfen? Ab einem gewissen Punkt sieht es dann wirklich seltsam aus, wenn du da dann Tiere hast, die überhaupt nicht zueinander passen. Rex Chance zu Ihrem. Das hier, wie gesagt, sieht halt alles noch irgendwo ähnlich aus oder irgendwie machbar. So, Rex Chance. Du darfst ein bisschen sinnvolle Sachen machen hier. Im Sinne von rumstehen. Erstmal rumstehen. Das hilft. Ein neues Gebäude ist fertig. Wo aus der Rudeljagd-Ordnung sind. Rudeljagd, ja. Machen wir noch mal ein paar mehr hier. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte noch einen, glaube ich, Stromgebäude-Kumulator. Oder? Ja, dass ich noch ein bisschen mehr bekomme. Strom kann man nie genug haben. Heilige Wissenschaft. Heilige Wissenschaft. Diese lustigen Sprüche. Sofort. So. Die Kreaturen werden angegriffen. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Wow, was ist das denn? Oh. Oh, mit Hörnchen. Von einem Steinbock oder Bergziege oder was das? Die Kreaturen werden angegriffen. Ja. Schön direkt auf die Kauleiste. Fantastisch. Läuft. Das von Ihnen gewünschte Gebäude ist fertig. Fantastisch. Wir haben jetzt die Stufe 4 mal. Stufe 3. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Habe ich noch nicht mir leisten können. Weil ich Krams gebaut habe. Jetzt sollte das aber bald mal gehen. Beziehungsweise ich werde mal gucken, ob ich da, ob ich jetzt hier hochkomme. Also das sind 3 von den Biestern. Ich weiß nicht, wie viele Lebenspunkte die haben. 78, das ist immer nicht viel. Die Kreaturen werden angegriffen. Ein Schniefangriff hier. Wenn es denn geht. Mief. Splotch. Was bringt das genau? Die Kreaturen werden angegriffen. Lebige Stinkwolke, die feindliche Einheit betäubt und alle darin befindlichen Einheiten gegen Fernangriffe immunisiert. Ah, das ist schlecht. Dann sollte ich das vielleicht doch nicht machen, wenn ich ein paar Fernkämpfe habe hier. Stromgenerator, sollte ich mitnehmen. Halt! Mutti, wo bist du? Ich bin bereit. Nicht. Gibt's für Sie keinen schnellen Knopf? Wie kann ich Ihnen helfen? Nee, ne? Ich kümmere mich sofort darum. Technologie erwerben, darauf bitte. Was ist hier noch genau? Soll das Kohle sein? Das ist einfach mal ein bisschen Kohle. 3200 Kohle, okay. Aha. Wir bleiben erstmal hier als Sicherheitsmaßnahme. Okay, Rex. Ich glaube, wir müssen unsere Rohstoffkapazität erweitern. Ja. Wir könnten ein Zwischenlager in der Nähe eines anderen Kohlehaufens bauen. Dann können wir schneller von weiter entfernten Standorten sammeln. Hm? Ja, dann mach das. Hier, Zwischenlager 250 Kohle. Darf nicht zu dicht dran sein hier. Heilige Wissenschaft. Okay, das heißt, wir können noch mehr entsprechend hier sammeln. Das ist gut, das ist sehr gut. Ich kann auch noch mehr von den Leuten hier basteln, ne? Dass sie noch mehr holen hier. Ein paar Upgrades noch ran. Für den Grislöwen. Machen wir den Grislöwen ein bisschen. Verteidigungsstärke um 10 Punkte erhöht. Die Kreaturen werden angegriffen. Lebenspunkte 20% erhöht. Machen wir das. Machen wir das. Ein neues Gebäude ist fertig. Oh, ist schlecht. Ich werde ein bisschen leiden hier. Wir müssen aus der Stinkwolke mal ein bisschen raus. Entwicklung für Stufe 3 ist abgeschlossen. Die Kreaturen werden angegriffen. Rex wird angegriffen. Ich habe keine Chance. Fertig. Oh, ich muss es nochmal machen. Kein Problem. Ich bin ein bisschen sehr schlecht dran jetzt. Werden angegriffen. Ich habe genau keine Chance jetzt. Ich bin sehr unterlegen. Ich bin äußerst unterlegen gerade mal. Also sehr uncool. Weil der hält halt eine Menge aus, ne? Aber. Cool ist es nicht. Okay, das war tot, bevor es überhaupt irgendwas gemacht hat. Rex wird können die auch kämpfen hier? Fertig, Boss. Nee. Ja, so wird er zu fantastisch. Automatisch wurde nicht gespeichert, oder? Laden. Leider nicht. Ich hätte mal speichern sollen. Okay, das ist der Lerneffekt gewesen. Hin und wieder mal speichern wäre sehr sinnvoll. Es sieht so aus, als ob wir in einen Kampf geraten. Mist. Am besten, wir fangen sofort an, einen Stützpunkt zu errichten und einige Strom. Kreaturen zu erschaffen. Wir brauchen außerdem mehr Kohle und zusätzliche Gehilfen. Er darf wir brauchen Bären außerdem holen. Mehr Elektrizität. Wird sofort erledigt. Alles klar. Ist sehr gut. Ziel erreicht. Gute Arbeit, Boss. Ich bin bereit. Okay. Okay, nochmal den ganzen Quatsch. Hallo. In Ordnung. Ein paar Hilfen hier. Doch, machen wir ein paar mehr direkt. Hat sich Strom fertig gebaut? Ich werde erstmal ganz viel hier für Ressourcen sorgen. Ihr Gebäude ist weil fertig. Wichtig. Wie kann ich Ihnen helfen? Weil ziemlich sofort. Wichtig. Und ich kann es nicht bauen, verdammt.
Ich kümmere mich sofort darum. Achso, sie kann schon ballen. Hm? Heilige Wissenschaft. Das Geld wird dann abgebucht, wenn man das dann anklickt. Hallo. Das heißt, okay. Da muss man wieder ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu sehr dann irgendwie zu viel in Warteschleife gebe, weil das dann entsprechend meine Knete ein bisschen senkt. Ein bisschen sehr. Fertig. Kein Problem. Okay. So, kein Problem. Okay. Ein neues Gebäude ist fertig. Das ist total schön. Wie kann ich Ihnen helfen? Das ist total schön. Ich hätte gerne Stufe 2. Ja? Ja, hätte ich das gerne. Das sollte kein Problem sein. Klar ist das ein Problem, das sieht man doch. Heilige Wissenschaft. Meine Güte. Achso. Was kann ich für Sie ich tun? Ich habe doch keinen Terra-Tank gebaut. Jetzt geht's. Sofort. Okay, ausgezeichnet. Wir sind auf alles vorbereitet. Aber wir müssen unsere Augen immer offen halten. Und jetzt? Rex, ich will nicht neugierig sein, aber mir scheint, Sie haben große Erfahrung darin, Befehle zu geben und zu kämpfen. Was haben Sie gemacht, bevor Sie hierher kamen? Urlaub. Ich habe als Kriegsberichterstatter gearbeitet. Bis ungefähr vor einem Jahr. Ist ja gut. Ich habe mich immer gewundert, warum Ihr Vater so aufgeregt war, wenn wir hier mal eine Zeitung bekamen. Moment. Was geschah vor einem Jahr? Ich berichtete über den spanischen Bürgerkrieg. Wir kennen das schon. Die Faschisten griffen das Dorf an, in dem ich mich aufhielt. Da war dieser verwundete Soldat. Er war noch ein Kind. Ich glaube, irgendwann... Naja, ich lasse es trotzdem mal hier laufen. Sehen Sie? Die oberste Regel. Was ist das hier? Berglöwe. Haben wir den? Den haben wir gesammelt, ne? Aber sie mischten sich ein. Den haben wir gesammelt. Chance zu ihren Diensten. Ja, ich kam gerade so den mit haben dem wir bereits. Davon. Als sie zurück in die okay, Stadt sie darf nochmal hier was bauen. Genverstärker kann ich hatte gehofft, sie nicht, weil... Meinen letzten Krieg gesehen zu haben. Achso. Dann kam sie hierhin. Entwicklungsstufe 2. Ein Mensch muss seine Vergangenheit kennen, um zu wissen, wer er ist. Ich glaube, Sie sind ein guter Mann, Rex. Yay. Hoffentlich bin ich gut genug. Wir sind gut. Hooray, ich bin froh. Die sind halt nicht so wirklich aushaltbar, ne, die Kerle hier. Ich hätte gerne, glaube ich, einen Schwung Voloten. Die sind, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Oder ich... das Rudeljagen hier, das ist halt ganz praktisch. Wer haben wir jetzt? Allerdings... Entwicklung für Stufe 2 ist kann ich da bisher noch nicht allzu viel mitmachen. Hm? Ich kümmere mich sofort weil ich darum. Doch Stufe 3 brauche. Das kostet doch ein bisschen sehr. Was kann ich für sehr Sie viel tun? Mehr. Das sollte kein Problem sein. Kümmelordor. Ich kümmere mich sofort darum. Ja, ich gehe mit... ich musste dann nochmal hier oben den Weg da freimachen. Im Moment ist es noch nicht so ganz drin, ne? Gehen wir gleich mal hin. Und dann kann sie den Stromgenerator holen und dann läuft der ganze Quatsch. Und dann werde ich gleich auch mal speichern hier. Das geht ja sonst nicht. Hat sie es fertig? Nein. Jetzt. Das von Ihnen gewünschte Gebäude ist fertig. Yay. Ja? Sofort. Die Upgrades, die sind erstmal... Wobei, das Gebäude ist gar nicht mal so teuer. Es geht. Ich glaube, ich werde das... Das sollte kein Problem sein. Ich überlege gerade, ob ich mir das spare, aber ich mache das jetzt sofort. Mal. Ich mache das jetzt. Bisschen Fernkampf. Stinkt hier Zeug, ist natürlich ein bisschen doof für den Fernkampf. Müssen wir ein bisschen aufpassen dann. Der braucht das im Prinzip selbst nicht einsetzen. Das kann ich dann machen, wenn ich merke, der Gegner hat viele Fernkampfeinheiten, dass ich dann entsprechend das Stinktier. Und jetzt? Die Stinktierfähigkeit benutze. Das zu wäre zumindest taktisch sinnvoll und klug. Das heißt, ich würde echt mal strategisch vorgehen. Ist fertig. Das geht nicht. Das erwartet von mir niemand. Da rechnet keiner mit. Das sollte kein Problem dass ich strategisch sein. Kluge Sachen mache hier. Das geht überhaupt nicht. Ah, okay. 125 Kohle brauche ich dafür. Fantastisch. So ein paar Viecher mal mitnehmen hier. Zumindest ist die Kohleproduktion gerade mal höher. Was nicht verkehrt ist, Strom darf halt noch sehr viel mehr sein. Die verbrauchen aber nicht konstant irgendwelche Stromressourcen, ne? Die Gebäude. Fertig mit entwickeln. Ich glaube nicht. Sieht aber ganz cool aus. So. Das heißt, ich werde mir nochmal hier zusammenschrauben. Einmal aus dem Bärchen hier. Und Grüßchen. Warte mal. Hier. Grizzly. Mache ich wieder Berglöwen? Oder war das dann zu teuer geworden? Ich glaube, das war aber gar nicht mal schlechtes Vieh. Oder Wolf ging auch, aber ich glaube, ich mache einen Berglöwen. Machen wir das wieder so. Ich hatte das, das hätte ich gerne. War das? Das sieht albern aus, so rum. Ich glaube, das war andersrum. Das sah ein bisschen albern aus. Ein Grislöwe, ja, fantastisch. Das andere hätte ich auch gut gefunden, aber es wäre ein bisschen seltsam geworden, glaube ich. Aber es hatte was, ne?
nur nicht viel Schönes. Naja. Warum auch nicht? Bisschen Spaß muss sein. Okay. Wo will der hin? Oh, habe ich die. Ich habe den Wegpunkt ungünstig gesetzt. Okay. Ja, das Gruppieren von den Einheiten und sowas funktioniert aber gut. So ganz klassisch mit Shift dann jeweils da hinzufügen. Wenn man hier einen ranzieht oder auch neue Leute hinzufügt, einfach mit Shift und dann wieder Steuerung und die Zahl dann. Das geht gut. Da habe ich einen Rudelfaktor hier. Machen wir noch mehr. Ich bin bereit. Fühlt sich nicht so ewig teuer. Zumindest geht das noch. Macht einen guten Eindruck. Was kosten die hier? Stehen nicht eigentlich die Preise dran? Warte mal. Hier stehen sie. Die Kreaturen werden angegriffen. Okay. Whiteys Leute waren das. Stand dran. So ein Bärchen, da brauche ich eine Stufe 3 noch immer. Kann ich mir nicht leisten im Moment. Und coolerweise nicht. Ja? Ja? Ich kümmere mich sofort. Ja. Fertig. An die Arbeit. Die Kreaturen werden angegriffen. Oh, die machen aber gut Schaden hier. Doch, ist gut. Bisschen mehr Lebenspunkte. Und das hätte ich dir mal gerne sehr gerne mitgegeben. Greifen Sie diese Konstruktion nicht an. Vielleicht brauchen wir sie. Ja, ja, ist ja gut. Heilige Wissenschaft. Ja, ja. Ich sollte nochmal speichern, ne? Speichern. Das Schöne, ich habe intuitiv auf F10 gedrückt und ich hatte das Menü. Das ist toll. Irgendwie hat sich das etabliert, dass man in Strategiespielen auf F10 das Menü hat. Oder zumindest bei älteren Spielen. War das so. Apple 2, so. Machen wir so. Dann werde ich aber auch. Na, wobei, kleinen Moment mache ich noch. Ja? Kleinen Moment. Was kann ich für Sie tun? Mitnehmen? Das nenne ich einen Generator. Es steht eine neue Konstruktion zur Verfügung. Oh. Sie muss aber über diesen Vulkanschloten errichtet werden. Wir können mit dem Dampf einen Generator antreiben und so zusätzliche Elektrizität erzeugen. Klingt so fröhlich. Hm? Warum sollte ich nicht lernen können, wie feindliche Konstruktionen niedergerissen werden? Ich glaube nicht, dass das klug ist. Sie würden sich in große Gefahr begeben. Nicht solange Sie oder die Kreaturen in der Nähe sind. Wir können es jederzeit ausprobieren. Ein wenig Sabotage. Hört sich gut an. Was kann ich für Sie tun? Sabotage? Haben wir das vorhin auch schon gehört? Das sollte kein Problem sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, sie zerlegt es einfach so. Okay, cool. Cool, das ist praktisch. Das war doch eben erst, dass hier erstmal das andere Dings kommt. Oder habe ich das einfach ignoriert gehabt? Das kann natürlich auch sein. Würde ich mir zumindest zutrauen. So, Fernkampf kann man eigentlich nicht genug haben. Also zerlegt es echt schnell, das ist so gut. Splotch. Ja? Ich ah, okay, das heißt, hier kann ich das jetzt selber bauen. Ein Generatorchen. Stromgenerator. Und an dieser Stelle mache ich eine kleine Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Impossible Creatures und bis zum nächsten Mal. Tschüss.